Einige von euch werden es mitbekommen haben, was hier passiert ist. Und zwar, die Ereignisse überschlagen sich. Ich kann es selber noch gar nicht so richtig glauben. Es waren wirklich einige große Schocknachrichten. Und das wird der Kampf der Giganten. Was ist überhaupt passiert? Und zwar, gestern Abend wurde Fortnite komplett von den Apple-Geräten verbannt. Es ist nicht mehr möglich, Fortnite auf iOS-Apple-Geräten zu spielen. Apple hat gesagt, nein, raus damit. Danach, wenige Stunden später, zieht der Google Play Store nach. Google entfernt Fortnite aus dem Play Store. Was ist hier passiert? Wird man jetzt bald kein Fortnite mehr spielen können? Wird Fortnite gelöscht? Alle Hintergrundinformationen, was hier passiert ist, der große Trailer, die großen Ankündigungen und wieso das ein Riesenkampf wird, Leute, erfahrt ihr in diesem Video. Abfahrt. Das Ganze müssen wir aber jetzt erstmal chronologisch sortieren, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert ist. Und zwar, diese Woche gab es kein neues Update in Fortnite, es gab nicht sonderlich große News, es gab keine krassen Leaks, also alles war eigentlich normal gewesen und sehr, sehr ruhig. Bis gestern. Und zwar, ihr habt euch wahrscheinlich gestern Nachmittag in Fortnite eingeloggt und habt alle eine gratis Spitzhacke erhalten. Und da freut sich natürlich erstmal der Fortnite-Spieler, eine gratis Spitzhacke. Juhu! Und da gab es auch noch direkt die nächste geile Nachricht obendrauf. Und zwar, es gab dazu eine Nachricht, dass es jetzt eine neue Aktion gibt. Und zwar, die V-Bucks-Preise werden günstiger. 20% können wir jetzt bei den V-Bucks sparen. Und das ist die Aktion, die Fortnite jetzt feiert. Und deswegen gibt es auch die Pickaxe dazu. Und da hat sich natürlich erstmal jeder gefreut. Oh, endlich ein bisschen günstiger. Und ich finde es auch legitim, dass Fortnite diese V-Bucks-Käufe anbietet. Viele werden jetzt sagen, ey, Fortnite hat eh genug Geld. Aber man muss auch sehen, Leute, das Spiel ist kostenlos. Und sie finanzieren halt ihre Entwickler. Weil das kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Die ganzen Updates, die neuen Entwicklungen. Die Leute müssen bezahlt werden. Und da finanziert sich das Spiel natürlich durch diesen In-Game-Verkäufen, durch diese V-Bucks-Verkäufe. Und deswegen eigentlich eine coole Sache, günstiger alles bekommen und eine Pickaxe obendrauf, ist was Geiles. Und niemand von euch da draußen oder selbst auch ich nicht, hätte gedacht, was jetzt passiert. Gleichzeitig gab es dann aber ein Update für Android und iOS und bei diesem Update wurde wirklich eine nur sehr, sehr Kleinigkeit hinzugefügt. Und zwar hattet ihr die Auswahl, ihr könnt die V-Bucks direkt bei Apple kaufen für 9,99 oder bei Epic Games für 7,99. Und viele haben sich natürlich gesagt, hä, warum gibt es deswegen Probleme? Ist doch geil, günstiger V-Bucks, günstiger einkaufen, ist doch eine gute Sache. Und dann ist das Ganze explodiert. 22 Uhr hat Fortnite dann angekündigt, einen Trailer zu veröffentlichen. Der Trailer war auf allen möglichen Plattformen zu sehen, auf Twitter, Instagram, Party Royale Modus, überall. Das war natürlich eine sehr, sehr krasse Ankündigung, dass man sowas auf einmal raushaut. Und ich werde euch mal den Trailer hier im Hintergrund einblenden. Und viele werden das wahrscheinlich gar nicht verstehen. Was hat das jetzt alles auf sich? Und zwar, man sieht in diesem Trailer eine Stimme, die zu dem Volk sozusagen redet oder zu den Leuten, die da im Publikum sitzen und das Publikum glaubt alles. Das Publikum ist quasi gehirngewaschen und dieser Typ, der da redet, soll Apple darstellen und dann auf einmal kommt so ein Freiheitskämpfer rein, die Armee kommt rein und befreit die Leute von diesem Diktator, so soll das dargestellt werden. Alle sind danach sozusagen happy und dann kommt die Erklärung, was das überhaupt auf sich hat. Und zwar, der Hintergrund dieses Trailers geht ein bisschen weiter rückläufend. Und zwar, 1984 heißt der Trailer, gleichzeitig ist 1984 eine Werbung von Apple erschienen. Und zwar, damals war es so gewesen, Leute, Computer waren sehr, sehr selten gewesen. Und es gab auf der Welt eigentlich nur eine Firma, die Computer hergestellt hat. Und das war IBM gewesen. Und das waren Marktführer gewesen. Die waren alleiniger Herrscher des Computermarktes. Und Apple hat daraufhin eine ähnliche Werbung veröffentlicht, wo sie halt gesagt haben, ey, den Leuten wollen wir was zeigen. Wir wollen jetzt gegen die Leute hier rebellieren. Es kann nicht nur einen Marktführer geben. Und wir bringen jetzt unseren eigenen Macintosh auf den Markt. Und das war quasi die Werbekampagne davon gewesen. Und jetzt auf einmal dreht sich das Rad. Nämlich Epic Games hat jetzt diese Werbung sozusagen im Fortnite-Style gegen Apple verwendet. Weil Apple eine Machtposition im Handymarkt hat und selber Marktführer ist und jetzt quasi so selber das Gleiche macht, was IBM damals gemacht hat. Und das findet Epic Games nicht so gut und deswegen gab es diesen kleinen Trailer-Kick danach. Zusätzlich hat Fortnite danach eine 60-seitige
Anklageschrift veröffentlicht, die in Nordkalifornien eingereicht worden ist. Um das aber jetzt alles zu verstehen, braucht ihr noch die gewissen Hintergrundinformationen, was Apple überhaupt macht. Und zwar folgendes. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Entwickler. Ihr habt die übertrieben krasseste Idee für ein Spiel. Ihr entwickelt das Spiel 2, 3, 4, 5 Jahre und arbeitet da dran hart. Ihr gebt viel Geld aus, stellt wahrscheinlich noch Mitarbeiter ein, habt eine eigene Firma. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Spiel an die Leute zu bringen. Also einmal habt ihr die Chance, auf Android-Geräten das zu veröffentlichen, im Google Play Store. Im Google Play Store könnt ihr das reinhauen, müsst ihr aber nicht. Nämlich auf Android habt ihr die Funktion. Ihr könnt auch ganz einfach eine App downloaden, ohne im Play Store das zu kaufen oder sonst oder das zu downloaden. Man hat die Möglichkeit, jede Datei auf sein Android-Handy zu ziehen. Das Ganze geht aber bei iPhone, iPad-Geräten nicht. Um auf iPhone-Geräten bzw. Apple-Geräten zu sein, müsst ihr im Store sein, im Apple Store. Und jetzt kommt der Knackpunkt, nämlich Apple nimmt 30% der kompletten Einnahmen. Also ihr habt 5 Jahre an der App gearbeitet, habt mehrere tausend Euro ausgegeben, bringt jetzt diese App raus, wollt ihr einfach nur das iPhone, iPad-Gerät, Leute das auch nutzen können, haut die in den Store rein. Das Einzige, was Apple macht, ist die App überprüfen, ob die sicher ist, und müsst 30% der Einnahmen abdrücken. Das muss man sich mal vorstellen. Die machen gar nichts und wollen aber 30% für nichts bekommen. Und da hat Epic Games gesagt, davor wollen wir einen Riegel schieben, weil das unfair ist. Das ist nicht fair und das ist unlauterer Wettbewerb. Und die schreiben auch in dieser Klage drin, dass es denen nicht um Schadensersatz oder um Geld geht. Die machen durch diese Aktion, was die hier gerade machen, Leute, die machen extrem viel Schaden. Die machen so viel Geldverlust, schreiben die rein, dass das absurd ist. Sie wollen aber nur die menschliche Gerechtigkeit haben und sie wollen, dass alle Entwickler fair bezahlt werden, was wirklich meiner Meinung nach eine richtig korrekte Sache ist von Fortnite hier. Also, die haben auch in der Vergangenheit so viel Geld abgedrückt an Entwicklern, weil die einfach dieses kreative Denken fördern wollen. Das ist einfach eine sehr, sehr geile Sache, muss man sagen. Und deswegen haben die gesagt, pass auf, ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt einmal uns unterstützen, mit 20% Preissenkung, wir geben Apple nur 10%, oder kauft doch bei Apple ein für 30% für 9,99. Und das hat Apple nicht gefallen, das verstößt sozusagen gegen diese App Store Richtlinien und zack, wurde Fortnite aus dem App Store entfernt. Nach dem Ganzen war es das aber noch nicht gewesen. Nein, 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 Leute, der Beef geht weiter. Und zwar Apple schießt direkt zurück und hat an alle iOS-Nutzer eine E-Mail rausgehauen und schießt da direkt gegen Fortnite mit. In der E-Mail steht drin, ich werde sie auch nochmal einblenden. What's better than a victory? A new victory. Also quasi auf das Victory Real von Fortnite wird da Ganze angespielt und sagen jetzt hier, Leute, ey, wir kriegen jetzt richtig geile Games im App Store und teasen das Ganze hier mit Madden NFL 21 an, Mobile Football, als würde das jetzt hier Fortnite ersetzen oder was. Also schießen da nochmal so ein bisschen zurück. Gleichzeitig hat sich Apple dann auch nochmal gemeldet und hat gesagt, Epic Games will ja einfach nur einen exklusiven Deal haben und will mehr Geld machen. Daraufhin hat jetzt der CEO und Founder Tim Sweeney nochmal zurückgepostet und hat gesagt, ey Jungs, wir wollen nicht mehr Geld haben. Uns egal, wir machen eh dadurch, was wir gerade hier machen, so viel Verlust, scheiß auf das Geld. Wir wollen einfach nur die Gerechtigkeit haben. Dann hat Spotify sich auch noch zu Wort gemeldet. Und Spotify hat, ihr müsst wissen, hat auch schon Apple verklagt. Ich glaube, das läuft sogar noch. Und Spotify supportet jetzt gleichzeitig noch Epic Games. Und da ist jetzt wirklich ein Kampf der Giganten, Freunde. Wir wissen, Spotify auch ein Riesenunternehmen. Die supporten sich jetzt alle. Frage ist jetzt, was wird in Zukunft passieren? Wird Fortnite komplett entfernt? Wird man bald kein Fortnite mehr spielen? Also zum aktuellen Stand auf iPhone und Android könnt ihr aktuell Fortnite natürlich noch spielen. Auf Android gab es ja Fortnite damals auch nicht im Play Store. Da ist eigentlich alles ganz normal. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Auf iPhone, iPad wird das Ganze nicht mehr möglich sein. Aktuell könnt ihr noch zocken, aber das wird auch nicht mehr weit gut gehen, und zwar sobald das nächste Update kommt, könnt ihr da auch nicht mehr spielen, wird es entfernt, weil aktuell wird auf iPhone, iPad-Geräten Fortnite nicht mehr geupdatet und dann könnt ihr es gleichzeitig auch nicht mehr spielen. Auf allen anderen Plattformen, PC, PlayStation, Xbox und so, Nintendo, brauchen wir uns keine Sorgen machen, Leute, da läuft alles noch gut. Zusammengefasst, es geht darum, Epic Games findet das unfair, dass Apple so viele Prozente haben will, obwohl sie gar nichts dafür machen, und deswegen Epic Games will die Gerechtigkeit, Hashtag Free Fortnite, den sie hier ins Raum geworfen haben. Fortnite will eigentlich nur das Beste für die Leute, macht alles sogar günstiger. Und ja, Apple verbietet jetzt einfach Fortnite auf Apple-Geräten, iPhone-Geräten. Schade.
Finde ich eine schade Sache, Leute. Ich hoffe, dass ich werde euch auf den Laufenden halten, was da noch passieren wird. Das ist ein krasser Beef. Falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht nochmal ein Update-Video machen. Ab geht's!